an dem Tag, wo diese Folge rauskommt. Ja. Da habe ich eine Stunde oder so aufgenommen und das musste ich alles zusammenschneiden und dann hatte ich eine. Ja, genau das wollte ich. Hatte ich eine halbe Stunde ein Video und ja, dann hau ich das einfach als ein Video raus. Ist es ein bisschen länger, es rendert gerade im Hintergrund. Das kann sein, dass das vielleicht ausschlaggebend ist dafür, dass ich jetzt diese ganzen Frame-Einbrüche habe. Das habe ich ja überhaupt noch nicht bedacht. Ich render ja gerade im Hintergrund. Ha! So. Das dürfte aber gleich fertig sein. Der Balken ist schon ziemlich voll. Ja. Wow. Das Lied. Ich meine, es ist ein tolles Lied, es ist schön fröhlich, ja. Aber es heißt tatsächlich übersetzt Amoklauf. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei einem Amoklauf würde ich so eine Musik tatsächlich nicht erwarten. Giftige Kartoffel. Wieder ein einzelnes Item, was mir Platz raubt. Ein Apfel. Ja, toll. Schwarzeichen, Saplings. Ah. Ja, toll. Dann bleibt wieder ein einzelner übrig. Ist mir egal, so. Blub, blub, blub. Die Schere. Ja, so viel Sand werde ich nicht holen. Ein paar Schaufeln mache ich mir. So. Eins, zwei. So und so. So, und jetzt müsste ich theoretisch einfach noch was zu essen da drin. Ne. Ich muss dann mal anfangen, die Kartoffeln zu braten. Ja. Ich meine, das wird sie jetzt zwar eh nicht wirklich. 6. So. Es wird jetzt zwar eh nicht wirklich viel tun, weil wir aus dem Bereich gehen, wo der Chunk aktiv ist, aber wir haben eine Rüstung an, oder? Ja, wir haben eine Rüstung an. Das Schwert ist auch noch relativ gut beisammen. So, dann gehen wir hier einfach mal durch den Wald. Durch den Wald, durch den Wald. Es wäre auch irgendwie praktisch, wenn wir eine Schweine oder eine Schweinezucht nicht unbedingt, weil Schweine fressen Karotten. Karotten haben wir noch nicht. Wenn wir eine Kuhzucht hätten. Weil Steaks gehen uns dann bald aus, ne? Wir haben nur noch die 8. Wow! Fuck! Alter! Du sagst auch nichts, Alter. Bei uns zu Hause müssen wir ein Schild aufstellen, wenn da so ein Loch ist. Guckt und schaut, blöde Sau. So. Ja. Schöne Blümchen kann man auch mitnehmen. Nehmen wir einfach mal ein bisschen was mit, ne? Ja, Löwenzahn haben wir zu Hause auch genug. Ja, ich habe so das Gefühl. In welche Richtung laufe ich jetzt eigentlich gerade, bevor wir da. Oha. Towards negative X facing west. Okay. Das heißt, wenn wir wieder nach Hause wollen, ich schaue, dass ich immer nur geradeaus laufe hier. Wenn wir wieder nach Hause wollen, müssen wir nach Osten laufen. Alter, hier ist auch schön. Ist das eine Dorf, das wir schon ausgeräubert haben? Ach, muss ich wieder außen rumschwimmen. Es ist tatsächlich möglich, dass es dieses eine Dorf ist. Ich denke, ja, das ist dieses eine Dorf. Das sind Kartoffeln, tatsächlich. Ich hätte gerne Karotten. Du bist ein Farmer. Hast du Karotten? Nee.
Also Bibliothekar, geh weg. Was hast du? Du bist ein Gerber. Okay. Was bist du? Ein Geistlicher. Toll. Was bist du? Auch ein Geistlicher. Du bist Gerber. Okay. Du bist auch ein Geistlicher höchstwahrscheinlich, oder? Ja, aber natürlich. Der Bibliothekar schon wieder. Ich hätte gerne Karotten. Weil ein paar Schweine laufen zu Hause, glaube ich, noch rum. Du bist auch ein Bibliothekar. Okay. Gut, also uns soll's egal sein. Wir wollen einfach nur Sand finden. Möglichst oberirdischen Sand. Da hinten kommt ein Fichtenwald. Hallo, Babe. Es sind auch wirklich sehr schöne Pianostücke dabei. Also, wenn es noch so ein paar Akustikgitarrenstücke dabei wären, so richtig schöne, ne? Das wäre ein Traum. Ich liebe ja Akustikgitarren. Also, es ist. Ah. Sag jetzt nicht, da ist hinter dem Fichtenwald ein Meer. Das wäre jetzt natürlich noch der Overkill. Fichtenwald. Fichtenwald ist es im Winter bitterkalt. Alter. Diese Frame-Einbrüche. Mossstone? Hier. Was bist du? Das kenne ich ja noch gar nicht. Moment, F3, das ist Pozzol. Aha. Warum? Und du bist Coarsdirt. Ja, das könnte ich tatsächlich gebrauchen. Wenn wir es schon mal da haben, dann nehmen wir es mit. Brauchen wir es uns nicht craften. Finde ich aber auch, dass es ziemlich gut beiträgt zu so einem. Ja, ich würde sagen, zu so einem Waldboden, ne? Wenn da einfach mal nicht grüne Wiese drunter ist. Gefällt mir schon gut, hat der F3 so. Gefällt mir schon ziemlich gut. Aber wieso stehen hier eigentlich solche. Was ist denn das schon wieder Neues? Wieso sind hier Mossstones? Hat das was zu bedeuten? Falls es jemand weiß, kann er mir das mal bitte in die Kommentare schmeißen. Ich würde mich da sehr auf eine Erklärung freuen. Was ist das? Ist da was drin? Ne. Kommen die jetzt natürlich vor? Ich meine, die kamen vorher auch natürlich vor, ja, aber doch nur in Dungeons. Und jetzt? Jetzt liegen die hier so im Wald drin. Alter, ich wollte Sand haben und nicht. Das ist cool. Das ist cool. Das ist wirklich. Alter, der Wald, der sieht doch wunderschön aus jetzt hier, oder? Ah, ich kann schon wieder nicht zoomen. Also noch immer nicht. Nicht schon wieder, sondern noch immer. Du bist Lehm? Hundi! Alter, das sieht richtig geil aus jetzt. Hier mit den Büschen. Kühe! Ja, aber. Hase! Okay.
Und es wird dunkel, meine Damen und Herren. Die Sonne geht unter. Ich bin vom eingeborenen Dorf bin ich falsch weggegangen, kann das sein? Weil jetzt müsste East sein, ja. Ach du Scheiße. Oh! Das ist auch hübsch hier. Das ist wirklich cool. Weil so stelle ich mir auch einen Sumpf vor. Nicht einfach nur Wasser, wo Dinger drüber sind, sondern auch so wirklich so Stellen, wo du drüber laufen kannst und Stellen, wo du nicht drüber laufen kannst. Au! Au! So, Leute. Ja, was ist los mit dir? Ja. Ist mir egal, Hauptsache du bleibst normal. Gerber. Okay, also so weit weg wollte ich eigentlich für Sand nicht laufen. Machen wir wieder zu hier. Aber nein, habe ich nicht. Jetzt wollte ich gerade nur schon mal schauen. Also in diesem Texture Pack ist auch der Mond richtig geil. Aber viel geiler wäre es natürlich noch mit Shadern, wenn wir hier so einen Mondlichteinfall hätten und. Ach ja. Theoretisch müsste man auch mal die Modder richtig loben, ne? Die Modder, die sich da hinsetzen in ihrer Freizeit und einfach mal so einen Shader programmieren. Ich meine, gut, weil ich habe keine Ahnung, ob es vielleicht noch performanter auch funktionieren würde, wenn man es ein bisschen anders machen würde. Ich habe da keine Ahnung von, aber dass die so viele Ressourcen fressen, dass der so viele Ressourcen fressen muss, davon bin ich noch nicht ganz überzeugt. Ja, mir ist alles recht, Hauptsache kein Creeper. So, meine Damen und Herren. Die letzte Folge des Stanley Parable ist übrigens gerade mit dem Rendern fertig geworden. Das heißt, theoretisch müsste sich die Framerate dann gleich beruhigen. Hoffe ich. Alter, wie viele? Alter! Nein! Nein, 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 nein! Doch nicht so! Alter! Hey! 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 Alter! Wie viele denn noch? Kurz was verschnabulieren. Jetzt kann ich gleich wieder was essen. Und ja, ich weiß, dass hier auch jede Menge Sand liegt, aber ich würde hier die Gegend, wo wir uns größtenteils aufhalten, und wir müssten ja eigentlich so ziemlich bei unserem Zuhause sein, hoffe ich. Die will ich natürlich gestalten. Natürlich belassen. Ach, wisst ihr schon. Darum würde ich halt gern irgendwie schauen, ob wir in der Nähe eine Wüste haben oder irgendwo eine Gegend, wo wir, weiß nicht, aus ästhetischen Gründen nicht hingehen, weil sie zu hässlich ist oder so. Oh, ein Creeper! Nein!
Ich wollte doch die XP haben. So, und wir sind wieder zu Hause, meine Damen und Herren. Gott sei Dank. Schlafen gehen. Nacht, Mitternachtssnack. Es ist schon, ja, es ist schon Mitternacht. So, und jetzt auf eine kurze Runde ins Bett und auf Wiedersehen. Liebe Monster, so. Nein. Komm hierher. Hierher, Creepy. Hierher. Hierher. Nein! Ich hasse Eisenschwerter. Mit Eisenschwerter brauchen die immer 3 Schläge. Das ist uncool. Alter, wie ich aussehe. Zum Glück keine Pfeile im Arsch stecken. Nee, gar nicht. Aber Level haben wir gut gemacht jetzt. Muss ich sagen. Ah, und da fällt mir gleich noch was ein zu dem Thema. Dem Creeper. Was würdet ihr davon halten, wenn wir... Nein! 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 Alter! Ich glaube, das bringt so nichts. Ah, so bringt das. So. Was würdet ihr davon halten, wenn wir das Mob-Griefing ausschalten? Das heißt, dass uns die Creeper und die Enderman nichts mehr zerstören können. Warum höre ich hier Lava? Keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall... Was würdet ihr davon halten? Findet ihr ja berechtigt? Können wir machen? Oder sagt ihr, nee, hör auf, das zerstört ja das ganze Gameplay und da brauchen wir ja nicht mehr so viel aufpassen und das ist uncool. Würde mich auch interessieren. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja. So, theoretisch, Alter. Was ich Pfeile im Körper stecken habe. Mein Körper besteht nur noch aus Pfeilen. Ich bin Pfeilman. Ich bin Pfeilman. wo sind wir hier? Hier ist die Schlucht, da ist der Spawnpoint irgendwo. So. Wie sieht's aus? Hier hätten wir einen kleinen Teich. Ein paar Schweinchen. Ein paar Schweinchen. So. Classical Oldtime. Na, das ist aber nett. Ich hoffe, die Musik ist bald vorbei, weil irgendwie... Das ist relativ uncool am Ohr. Ja, endlich. Ich meine, es hat zwar einen gewissen Charme, diese Musik,